Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Prey. Und ich weiß nicht, was die angsteinflößende Musik hier soll. Also so angsteinflößend. Ich glaube, ich bin bisher einmal erschrocken. Einfach so ein Jumpscare im Spiel. Aber ansonsten ist jetzt das Spiel nicht so wirklich angsteinflößend. Also klar, die Leichen und so ist schon eindeutig, aber die bewegen sich halt nicht. Also da kennt man echt heutzutage Schlimmeres. Und ich denke, ich weiß gar nicht, ist das Spiel ab 18? Könnte es sein. Also ich denke, durch die Leichen bestimmt ab 18. Wäre auch okay, also ist auch absolut okay, dass man das ab 18 gestaltet, aber es ist jetzt kein wirkliches Horror-Gruselspiel oder sowas. Gut, jetzt sind wir hier unten in dem Raum, der... Yay! In dem Raum, in dem wir reingefallen sind, mehr oder weniger. Und... Moment. Genau, da war dieses korrumpierte Operator war hier auf jeden Fall. Ich glaube aber, da kommen wir einfach irgendwo hin, wo wir waren. Also das ist der andere jetzt hier, ne? Ja, genau. Okay. Ich denke, dann haben wir jetzt hier alles durch. Sieht so auffällig aus. Okay. Eigentlich war ich auf der Suche nach diesem vergrabenen. Wo bin ich? Genau, geheime Kiste. Da war ich auf dem Weg. Da wollte ich eigentlich hin. Und dann bin ich in dieses versteckte Labor oder was das war reingeraten. Du betrittst die Lobby. Die Transtar Corporation wird von einem mächtigen Direktorium geleitet, dessen Mitglieder ihre Identität und Motive geheim halten. Manche der Mitglieder sollen dank Transtars Technologie zur Lebensverlängerung bereits über 100 Jahre alt sein. William und Catherine Hughes sind die öffentlichen Gesichter des Direktoriums. Ich frage mich, ob die mit drinstecken oder ob das alles nur auf Alex Youth, also auf dem Mist meines Bruders gewachsen ist. Ach, wie ich diesen Bildschirm hasse. Und jedes Mal erinnert mich logischerweise wieder daran, wenn ich ihn sehen muss. Dieser Fake-Ladebildschirm. Na komm. Eigentlich ist ja gar kein Fake-Ladebildschirm, weil er ist ja ein wirklicher Ladebildschirm. Es ist eher ein Fake, kein Ladebildschirm. Ach, keine Ahnung. Waren wir hier eigentlich schon mal? Doch, ne? Ach doch, da haben wir doch gekämpft gegen das erste, gegen den ersten Tele... Ne, Quatsch, nicht gegen den Telepathen, sondern... Da haben wir auf jeden Fall gekämpft, Punkt. Geheime Kiste, Aufzugstür. Was war das gerade? Achtung! Die Stationsleitung meldet Alarm. Begeben Sie sich unverzüglich zum nächsten Sammelpunkt und warten Sie auf weitere Anweisungen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollten wir ja ins... ins Arboretum. Sind wir im Arboretum? Hä? Aber hier soll ich schon hin für die geheime Kiste. Ist aber jetzt nicht hier drin, oder? Nee, Quatsch. Ist doch in irgendeinem Baum, was hat er gesagt? Wir lesen einfach mal nach. Geschenk an die Liebste, finde den. Finde den Baum in den Initialen, bla bla bla. Ein besagter Mitglied namens Lawrence Baxter hat im Arboretum ein Geschenk für seine Freundin Ellen Gold unter den Steinen in der Nähe eines Baumes hinterlassen, in denen er ihre Initialen geschnitzt hat. Vielleicht ist ja etwas Nützliches. Wenn ich Ellens Weg über seine Sicherheitsstation verfolge, finde ich es vielleicht. Arboretum, auf Karte ansehen. Ich bin hier in der Lobby. Das Arboretum. Da will ich rein, aber... Warum lässt er mich denn nicht rein?
Hier ist Arboretum in Betrieb. Arboretum. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wir fahren halt in die Lobby. Oder waren wir im Arboretum? Aber so wie ich die Karte interpretiert habe, waren wir da noch gar nicht im Arboretum. Waren wir in der Lobby, oder? Ach, ich bin total verwirrt. Oh, Scheiße. Oh, fuck, da ist ja alles voll mit Monstern. Muss ich hier überhaupt hin? Mehrere Ziele. Wo bin ich denn jetzt? Hier ist doch nichts. Hier ist doch kein Ziel. Hier ist doch gar nichts. Wo bin ich denn jetzt? Wer ist extra ein Geschenk an die Liebste? Ja, genau. Das ist Arboretum. Ich weiß. Ja, ich bin jetzt in der Lobby. Ich war vorher im Arboretum. Hä? Fahren wir ins Arboretum. Ich komme gerade überhaupt nicht drauf klar. Fuck. Okay, wir gucken jetzt oben nochmal auf der Karte. Ich meine, es ist auch nicht so schlimm, wenn dann lassen wir es halt einfach. Von 12 bis 14 Uhr in der Kantine serviert. Das tägliche Menü finden Sie im Wochenupgrade. Aber ich verstehe nicht, warum hier steht. Jetzt ist das Ziel weg, oder? Ja, das Ziel ist jetzt weg. Muss ich das verstehen? Arboretum. What? Aber wird doch immer noch das Symbol Lobby angezeigt? Oder heißt das nicht, dass ich da bin? Spieler, doch. Spieler, Lobby. Ich verstehe es nicht. Ist egal, spielt keine Rolle. Es ist auf jeden Fall hier nicht mehr angezeigt, dass da das Ziel wäre. Vielleicht muss ich irgendwie mit dem Fahrschiff fahren, damit der nächste Checkpoint aktiviert wird. Oh, aber jetzt muss ich nochmal warten, bis es geladen ist. Oh mein Gott, wie sinnlos das gerade war. Aber ich glaube, ich musste in diesen Fahrstuhl rein, um den nächsten Checkpoint für diese Suche nach dem Schatz quasi zu aktivieren. Weil wir ja irgendwie wir mussten irgendwie nachverfolgen können, wo wir hin mussten. Wir mussten den Weg nachvollziehen können, nachgehen können. Oh mein Gott, ich kann gerade kein Deutsch mehr reden. Wir mussten den Weg abgehen, den die Frau auch gelaufen ist. Ist das jetzt richtiges Deutsch gewesen? Das klingt immer noch ganz merkwürdig. Ist egal. So. Alex Tresor, Datenzentrale. Hä, aber wo ist denn jetzt? Den Damen in den Fahrrad, Arboretum auf Karte ansehen. Oh, ich habe keine Ahnung, ey. Wo ist denn jetzt das Ziel hin? Ist es weg? Verstehe ich nicht. Da wird gar nichts angezeigt. Alex Tresor. Datenzentrale? Geheime Kiste? Nee, Quatsch, das wird doch noch da angezeigt. Geheime Kiste. Ach, was denn, Mann? Ach, ich will nicht da schon wieder reingehen. Oder war die geheime... Da waren ja auch Bäume... Wir gehen jetzt letztes Mal da rein, scheiß drauf. Da waren ja Bäume... Aber die Anzeige war doch ein ganz andere. Ach, ich verstehe das einfach nicht. Fuck. Die Anzeige ist doch eine ganz andere gewesen. Nicht, dass ich da in die Lobby rein musste. Ich will jetzt nochmal gucken, ob die Bäume, die hier sind, ob da irgendwo was ist. Das ist alles. Ich gehe da wieder raus. Ist mir scheißegal. Hat Pech. Dann finde ich die Kiste halt nicht. Scheiß drauf. Es ist eh nur ein Nebenquest. Ich verstehe eh nicht, warum ich mich bei diesem Spiel so an diesen scheiß Nebenquests aufhalte. Die sind eigentlich komplett langweilig. Es ist immer das Gleiche. Aber ich habe irgendwie Bock, das zu machen. Ich verstehe es einfach nicht. Also ich kann es nicht richtig nachvollziehen, was da für sorgt, dass mich das so fasziniert. So, bei den Bäumen hier irgendwo. Das war alles, was ich nachgucken wollte. Obwohl halt geheime Kiste da gezeigt wird. Ich verstehe das nicht. Schauen, ob hier irgendwas dran ist. Nee, und hier. Nee, und...
Ich habe auch gedacht, hier wäre was, aber das ist einfach nur ein, weiß ich nicht. War mal ein Ast oder so. Das sind ja auch keine Steine. Ach, ich werde jetzt einfach zu Alex Tresor gehen und das hier einfach sein lassen, weil hier sind Steine. Ist hier was drauf? Na, ich gehe jetzt zu Alex Tresor. Da müssen wir diese 8 Euro mal verwenden, aber das ist wenigstens was, das mich interessiert, was wahrscheinlich auch ja eine interessante Nebeninformation sein wird für die Hauptgeschichte. Von daher gehen wir jetzt zu Alex Tresor und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, aber wahrscheinlich gehen wir dann einfach zum Hauptquest weiter. Wir hätten wahrscheinlich das Spiel schon lange durchgespielt, wenn ich mich nur mit den Hauptquest aufgehalten habe. Aber wir haben schon das ein oder andere interessante erfahren bei den Nebenquests. Das ist eigentlich das Einzige, wofür die Nebenquests gut sind, dass man ein bisschen mehr Story erfährt, also ein bisschen mehr Lore quasi, wie man heutzutage im Neudeutsch sagt. Und ein bisschen mehr Background-Geschichte, aber wie gesagt, ich bin echt so ein bisschen enttäuscht, was die Story angeht hier von dem Spiel. Auch die Nebenquests sind lächerlich. Man muss auch zugeben, wenn man einmal Witcher 3 gespielt hat mit diesen grandiosen Nebenquests. Die Nebenquests von Witcher 3 sind besser als das Hauptquest. Wenn man einmal Witcher 3 gespielt hat mit diesen grandiosen Nebenquests, dann ja, ist man einfach so krass verwöhnt. Dass man dann immer relativ enttäuscht sein wird, sobald... Ich habe bitte alle Gegner platt gemacht. Man immer etwas enttäuscht sein wird, wenn... Sobald hier bin ich reingefallen, genau. Da ist noch jemand. Wenn man enttäuscht ist, sobald man irgendein anderes Spiel mit Nebenquest hat. Die Frage ist gerade, wo muss ich denn jetzt hin? Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Glatt gemacht? Ich glaube. Das ist mindestens ein. Oh, ich bin reingelaufen, Idiot. Schön, also haben wir doch nicht alle Gegner platt gemacht, aber ich denke, das sollte es jetzt zum Großteil gewesen sein, Freunde. Wo waren wir schon, glaube ich? Zum Andenken an John F. Kennedy. Schlag ins Gesicht. Travers Arden ließ das Glas der Luftschleusentür beschlagen. Der königliche Astronom und Mercy, die ihr altbekanntes Grinsen aufgesetzt hatte, verschwammen auf der anderen Seite. Haben Sie flacher Pulsar, drohte der Astronom, denn diese Atemzüge sind ihre letzten. Mit dem Prisma steht die Dunkelsternanomalie jetzt unter meiner Kontrolle und die gesamte Galaxie wird... Der Astronom konnte den Satz nicht beenden, da sein Kopf nach einem Schuss aus Mercys Phasenpistole explodiert. Das hat er schon. Ich habe mich verlaufen, wie komme ich jetzt zu Alex Tresor? War doch schon wieder ein Gegner, verdammt nochmal. Wo denn? Alter, wie hält denn der aus? Sag mal, ich stand auch schon mal vor dem komischen Tresor. Bin ich doof? Wo ist denn der? Vor dem Tresor. Vor dem Eingang. Wo ist denn der jetzt? Moment mal, Alex. Tresor da. Wo ging's denn da hoch? Bin ich doof? Bin ich jetzt nicht einmal im Kreis gelaufen? Mit dem Patienten würde eine Entfernung. Oh, das ist ja korrumpiert. Fuck.
Weil er mich gerade von dem heilen lassen, dann war er aber korrumpiert. Blöd. Ja, hier brauchen wir gar nicht reingehen. Jetzt zeigt mir wieder an mehrere Ziele, bla bla bla, stingi stingi und dann wissen wir Bescheid. Boah, ich will doch einfach nur wieder zu dem scheiß Tresor, das gibt's doch noch nicht. War das hier irgendwo? Aber ich hatte doch die Karte komplett aufgedeckt, das kann doch gar nicht sein. Ich bin äußerst für Alex Hughes Office, aha, das ist hier lang, okay. Oder muss ich... Muss ich hier hoch? Das kann natürlich sein. Moment mal. Ja, klar. Gegenüber von der Datenzentrale. Ah, ich bin so doof. Ich bin hier lang gelaufen, oder? Bin ich hier vorhin gerade lang gelaufen? Ah, ist egal. Ja, ich bin von hier gekommen, dann bin ich hier lang, sondern bin dann hier lang. Ah, ich bin so blöd. Egal, hacken wir mal. Achso, wir müssen es erst lernen. Oh, das ist so... Das tut so weh, jetzt dafür 8 zu verwenden. Aber ich... Was soll es, ne? Wehe, ich... Oh, hoffentlich brauche ich das noch häufiger im Spiel und nicht nur... Nicht nur dieses eine Mal, ey, das wäre echt ärgerlich. So, das erste Mal, dass wir jetzt einen Vierer-Rang hacken. Mal gucken, ob wir es hinbekommen. Wir haben eine halbe Minute Zeit dafür, mal gucken. Okay, bisher relativ einfach. Ja, da habe ich schon mehr was gesagt bei Stufe 1. Okay. Okay, lass mich wieder gehen. Okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also hoffentlich hat sich dieser Scheiß auch gelohnt. Das bin ich sehr, sehr ärgerlich. Schauen wir uns erst mal in der Umgebung um. Wieder ist nichts hier, da läuft man, wir hätten doch wenigstens irgendwelche Früchte oder was sind hier. Da läuft man extra als eifriger Jäger und Sammler, mehr Sammler als Jäger, den ganzen Weg ab und dann findet man wieder nichts. Verdammt nochmal. Aber schön Bambus haben sie angepflanzt, schöner Bambus, schön. Hallo, wir haben schon was gehört. Achso, wahrscheinlich wieder kaputte Elektrik. Oh, hier geht's nach oben. Oh, hier geht's auch rein. Hier oben weiter. Schöne Dachterrasse, einmal frei. Da hat sich gut gelesen, gut gehen lassen, der gute Alex. Schöne Aussicht, ist ja auch ein schöner Platz hier oben. Ha! Hier hinten ist ein Versteck von irgendwas, keine Ahnung. Wer das halt hier liegen lassen, aber ich freue mich. War jetzt zwar nicht das mega krasse Zeug, aber das halt nicht. Neuromods, Freunde, ich brauche Neuromods. Ohne Scheiß. Die ist natürlich aus Zement, diese Hacker, sodass wir da draufklettern können und nicht einsinken, oder dass es auch nicht mal knirscht oder so. Easy peasy. Immerhin, immerhin, immerhin. Na, nehmen. Ja, das ist wohl gut gehen lassen, mal gemütlich gemacht, oder was? Terraforming des Mars. Allerdings schießen die Kosten dieser Marsanlage und ihre Wartung in astronomische Höhen. Dazu ist das spartanische Äußere weit von dem Bild der idyllischen Kolonien entfernt, die auf Plakaten und Jahrhundertwende Weltraumtouristen anlocken sollten. All dies könnte sich nun jedoch bald ändern. In einer seiner seltenen Interviews spricht Transtat-Präsident Alex Yu über seine Vision von einem Mars, auf dem Familien im Gras picknicken können, bevor sie des Nachts am Himmel nach dem winzigen Lichtpunkt der Erde suchen. Die Umsetzung dieser Vision erfordert Terraforming des Mars, das schwierigste technische Problem, vor das die Menschheit jemals gestellt wurde. Yu zeigte mit einer grau... Ach, scheiße, Mann, das haben wir schon mal gelesen. Egal. Ich verstehe nicht, warum man nicht hier selber so ein bisschen hin und her scrollen kann. Das soll wohl der Mond sein, denke ich mal. Ach ja, drüben sehen wir ja auch. Okay, hier oben war nichts weiter. Dann gehen wir jetzt mal rein, aber natürlich von der vorderen Seite aus, also vor der Tür. Moment. Da können wir schon reingucken. Natürlich ein schönes großes Büro, was sonst? Oder? Ja. Als wir noch Kinder waren, bist du oft in mein Zimmer geschlichen. Hast meinen Computer benutzt.
Ich weiß noch, wie du meine geleckte Conquistadors-Spielstände geschrottet hast. Ich hab dir da mal... Zu schnell, zu weit, 3. Die Area Reagan bedeutete das Ende für die umfangreiche Regierungsunterstützung. Das hat man schon. Den Arm gebrochen. Das tut mir heute leid. Aber ich nehm's dir immer noch übel, dass du meine Sachen angerührt hast. Okay, ist dann halt so. Waffen-Upgrade, Jungs, Waffen-Upgrade. Pistole, Pistole. Come on, Baby. Wo bist du? Da. Präzision. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Oh, sorry. Effektive Reichweite. Ich glaube, ich überlege sogar, ob ich Magazinkapazität nehme, weil es immer ganz ganz geil ist, wenn man mehr draufballern kann. Jetzt sind wir schon ein bisschen effektiver oder eine höhere Reichweite. Nee, ich glaube, ich nehme jetzt echt das. Müssen wir einfach mehr auf einmal draufballern können. Ja, wir haben eh gerade 0 Munition. Und nur noch 22 Schuss mit der Schrotflinte. Na, hoffentlich finden wir bald wieder Mitternachtslieder, eine klassische Gedichtssammlung der Tankdynastie. Hoffentlich finden wir bald eine mieses Ding, ich vergesse es immer. Das eine ist ein Recycler, das merke ich mir. Wie hieß denn das andere zum Bauen? Na, keine Ahnung, so ein Ding halt zum Bauen. So. Der neurale Horizont 2. Ich fragte Brandy, ob sie sich von ihrer Paraplexie verraten fühlte. Sie nickte nicht aus Zustimmung, sondern weil sie verstanden hat, was ich meinte. Weil sie herausfanden, dass sie mein Gehirn kartografieren, ich aber selbst keine Neuromal erhalten konnte, lächeln wurde bestimmter. Ich glaube, das macht dieses Geschenk umso bedeutsamer. Ein Jahr später entschied sich Dranster, aufgrund nicht näher genannter Risiken keine weiteren Neuralkarten-Konnektome von Paraplexie-Patienten anzufertigen. Ah, auch Stufe 4. Das macht ja nichts. Können wir ja easy peasy knacken. Das habe ich schon mit meinem easy peasy verdammt. Guten Tag, Talos. Sicherheitshinweis. Haftnotizen, selbst gut versteckte, sind keine sichere Methode zum Aufbewahren ihres Terminal-Passworts. Internationale Kunst hatten wir schon. Was? Hebelkraft 2? Och, meine Fresse, ey. Komm ich da irgendwie... Nee, da komme ich irgendwie anders ran. Och, das gibt's doch nicht. Toll, jetzt brauche ich auch noch Hebelkraft 2. Was kostet das? Ich glaube 4 oder 3 Neuromods. 4. Geil. Richtig geil. Das heißt, ich komme nicht zum Tresor. Ich muss erst Hebelkraft 2 lernen. Fuck! Oh, ich will hier aber rein. Oh Mann. Wir haben gerade mal 2 Neuromods. Wir brauchen noch 2. Konzentrieren, das ist immerhin Stufe 4. Scheiße. Ah, werde ich nicht schaffen. Doch ganz gut geschafft. Haben wir eigentlich schon den Fabrikator-Plan, aber egal. Steuerung der Brücke auf Dach. Brücke ausfahren. Oh, ich habe keine Ahnung, wo die Brücke ist. Oh, ich sehe gerade, die Zeit ist schon komplett vorbei. Würde ich sagen, bevor wir... Ja, komm, die E-Mails lesen wir noch. Ergebnis von morgens Evaluation. Ihr Geschwisterteil ist wirklich ungewöhnlich. Ich habe Ihnen und Bellamy die Vergleiche zur Begutachtung geschickt. Wie Sie sehen werden, gibt es eine merkliche Persönlichkeitsabweichung, die ausgeprägter ist als das, was ich bei starken Neuromod-Änderungen erwarten würde. Aufgrund des Zeitraums, in dem sich diese Verhaltensänderungen entwickelt haben, ist es sogar noch auffälliger. Wie angefordert habe ich mit Morgan nicht darüber gesprochen. Interessanterweise scheint sich Morgan das überhaupt nicht bewusst zu sein. Nebenbei bemerkt, glaube ich, dass sich dadurch interessante Fragen hinsichtlich anderer Anwendungen von Neuromod ergeben, nicht nur in Bezug auf Therapien, sondern auch auf Umkonditionierung. Alex, Sie haben es zu meiner Aufgabe ernannt, alle Bewohner der Station bei guter Gesundheit zu halten. Wenn ich mich irre,
Sir, sind auch Sie ein Bewohner der Station? Sie haben bereits 5 anberaumte Fitnesstests versäumt. Wenn Sie manche der Übungen nicht vor den Augen der Mannschaft durchführen wollen, kann ich Ihnen auch gerne einen Privattermin im Fitnessbereich geben. Denken Sie dran, Sie würden nicht nur sich selbst etwas Gutes tun, sondern wären auch ein Vorbild für die Mitarbeiter. Abnormaler Operator. Dr. Yu, ich habe Lorenzo Calvino darauf angesprochen, aber keine Antwort erhalten, also wende ich mich an Sie. Wir haben Hinweise auf einen nicht lizenzierten Operator an Bord Talos 1. Sollten Sie sich als wahr bestätigen, würden wir einen weiteren Vorfall wie bei Transstar North riskieren. Die Sicherheit der Station hat oberste Priorität, daher möchte ich, dass die IT-Protokolle verschärft werden. Chief Joe, ich bezweifle stark, dass der Unfall etwas mit dem zu tun hat, was Sie hier beschreiben. Wenn Lorenzo eine Untersuchung für unnötig hält, vertraue ich ihm. Dr. Yu, ein Operator gehorcht den Befehlen seines Besitzers aufs Wort. Morgan hat möglicherweise ein nicht lizenziertes Modell gebaut. Wenn ja, hätte es Zugriff auf die Stationsprotokolle und wenn ich damit zum Vorstand gehen muss, ich werde nicht zulassen, dass Morgan die Station in Gefahr bringt. Sind Sie ganz sicher, wenn es diesen Operator wirklich gibt, wo soll er denn sein? Wenn er abgeschaltet ist oder auf Standby läuft, könnte er überall sein. Habe ich Ihre Erlaubnis danach zu suchen? Fehlende Schlüsselkarte. Sarah, Sie müssen mir helfen, eine verschwundene Schlüsselkarte wiederzufinden. Das sollte oberste Priorität für Sie haben. Die ist mit EP-101 gekennzeichnet. Sagen Sie Bescheid, sobald Sie fündig geworden sind. Alex, haben Sie gefunden? Neuromod-Abteilung auf einem PC-Schrank. Jemand hat sie da wohl versteckt. Zusammen mit einer Fluchttasche. Muss ich mir wegen irgendwas Sorgen machen? Sie liegt da übrigens immer noch. Ja, ich habe die jetzt auch schon. Danke, toll. Also dann, liken, kommentieren, abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, gehen wir natürlich komplett auf den Sack, dass wir jetzt nur noch Hebelkraft 2 haben müssen, bevor wir an diesen scheiß Ressort ran können. Aber egal, bis zum nächsten Mal, euer Paxis, tschö, tschö.